Nach unserem ersten Offroad-Training in der Schweiz und in Frankreich haben wir uns dazu entschieden, Handlebar Riser, also Lenkererhöhung drauf zu machen auf die 790 Adventure S und R, weil die Instruktoren gesagt haben, hey, beim Stehen macht ihr so eine komische Figur, geht zu weit nach unten, erhöht einfach den Lenker, dann könnt ihr ein bisschen aufrechter stehen. Okay, Frage zwei Experten, kriege drei Meinungen. Und so ist es dann auch hier gewesen. Für uns zunächst einmal sehr komfortabel, etwas höher und die stehende Position etwas länger auszuhalten. Aber wie wir dann bei Chris Birch und anderen Experten herausgehört haben, sind die Lenkererhöhungen keine gute Idee für die Stabilität beim Fahren im Gelände, sondern das Ganze hat etwas mehr mit einer Technik zu tun. Und nachdem wir jetzt auch fleißig geübt haben und mit der stehenden Position besser zurechtkommen, haben wir uns entschieden, die Lenkererhöhung wieder runter zu machen. Und Anna zeigt euch jetzt in dem Video, wie das funktioniert, diese Erhöhung wieder rauszumontieren. Womit starten wir denn? Den brauchen wir nachher auf jeden Fall. Die Handyhalterung losmachen, damit du an die Schrauben rankommst. Eindeutig. So. Das hilft nicht. Ich nehme lieber ganz zur Seite. Ziemlich viel Schraubenkleber drunter, oder? Das fühlt sich genau so an. KTM, eine Krankheit ist es nicht, es ist ja nützlich. Festgeklebt, okay. Ein bisschen. Ist. Und nochmal. Wie rum haltest du die jetzt? Oder wie rum waren die vorher? Mit der Schrift zu dir waren die vorher. Also näher dran. Das heißt dran, näher ne? dran. Du kannst dir überlegen, ob du das wieder genauso haben möchtest oder etwas weiter weg. Ist ja auch. So, ich denke, die passen für mich eigentlich gut so von der Entfernung. So. Das sind jetzt aber die anderen Schrauben. Das sind die. Was? 45er Torx, ne? Ja. Bisschen Loctite drauf. Ja, aber nicht ganz so viel. So, das muss auch richtig sitzen. Genau auf der Kante. So, und dann mit 45 Newtonmeter.
Und es ist auch eine 45er Schraube. Dort. Da ist er. Jawohl. Knack, knack. Und jetzt? Da habe ich den Schraubenkleber zu. Jetzt dürfen die vier Kleinen wieder drauf. Ja, 20 Newtonmeter. Okay. Jetzt ist nur die Frage nach dem Winkel. Geht es nach ANM, Anna Newton Meter. Das knackt nicht, außer irgendwann ab. Sitzt halt noch Platz. Ja, ist fest jetzt. Genau. Da so außen. Ja.